freuen uns unheimlich, dass das Peter und Raoul Engelmann Haus heute eröffnet worden ist. Es ist wie ein Traum, es ist wie ein Wunder. Man arbeitet 3 Jahre lang intensiv an dem Neubau eines Hauses mit allen Hürden, mit allen Schwierigkeiten, mit allem Gelingen. Und wenn es dann fertig ist und man in kürzester Zeit auch noch 2 fantastische Ausstellungen aufbaut, die die Qualität des neuen Hauses so richtig herausheben, die zeigen, was das Schöne und das Besondere an diesen neuen Ausstellungsräumen ist, dann ist es ein Genuss zu sehen, wie die Leute sich jetzt hier in den Räumen bewegen, wo eben noch die Aufbauleute waren, wo noch die Leitern standen, wo wir gestern noch geschraubt und geleuchtet haben. Und jetzt strahlt alles in seinem Glanz und die Leute freuen sich an 2 ganz wunderbaren großen Ausstellungen. Ja, ich freue mich sehr, dass die Ausstellung Horst H. Baumann nach vielen Jahren der Vorbereitung jetzt heute hier eröffnet wird und wir im Grunde eine doppelte Premiere haben, denn wir weihen ein neues Haus ein, einen wunderbaren Anbau an C4 und wir feiern Horst H. Baumann mit einer wirklichen Wiederentdeckung. Also ein großer Fotograf wird heute hier in Mannheim zum ersten Mal in diesem Umfang überhaupt gezeigt. Es ist ein sehr emotionaler Tag für uns heute alle. Für mich ist es sehr emotional, da wir die Ausstellung jetzt endlich nach so vielen Jahren der Vorbereitung in diesem wunderschönen neuen Gebäude eröffnen können. Eine Glasausstellung, die wirklich mit Objekten aufwartet, die zu den feinsten und qualitätsvollsten ihrer Art gehören. In wunderschöner Vielfältigkeit präsentiert sich hier die Sammlung Engelhorn.